AJ? Ja? Gail? Herc, ich bin's. Was willst du? Ich hab noch eine Affenstatue gesucht und wurde vielleicht, weißt du, geschnappt. Nein, streich das. Ich wurde ganz sicher geschnappt. Du musst mich hier rausholen, Alter. Die Armee hat mich. Wie kannst du denn anrufen? Bongo 2, yeah! Ich hab den voll aufgerüstet mit Funkgerät, das ist wie Affenradio, Mann. Bringt hier all die Hits. Oh, scheiße, ich wurde gesehen. So bescheuert, ey. Aber egal, Ruf der Wildnis. Auf jeden Fall ein Hallo und herzlich willkommen zurück zu Far Cry 4, meine lieben Freunde. Weiter geht's. Jetzt sollen wir den Ollen Hawk erstmal lokalisieren und dann wahrscheinlich auch befreien. Und ja, das wird ja ein Spaß. Boah, fuck you. Ich lauf. Wie weit ist denn das? Naja, nicht so weit entfernt. Von daher geht's ja noch klar. Da wären wir auch schon. Da müssen wir dann in diesem Gebiet den Ollen Hawk finden. So, meine lieben Freunde, kleiner Cut geht auch schon wieder weiter. Auf jeden Fall sollen wir den Ollen Hawk finden jetzt. Wo ist er denn? Ist er hier irgendwo im Lager eigentlich? Da ist er. Okay. Und auch ein paar böse Buben, die auf Käfige stehen. Ja. Kann man ja mal bringen, warum denn nicht? So, wie gehen wir jetzt die ganze Sache hier an? Wie machen wir das jetzt am besten? Schön die alle mit der Sniperwumme erledigen? Ach, hier sind auch noch zwei. Da ist, glaube ich, auch noch einer, ja. Und sonst ist hier niemand. Wie machen wir das jetzt? Weißt du was? Ich würde sagen, Sniper-Action. Scheiß drauf. Sniper-Action ist immer geil. Geil. Ja. Der erste wäre down. Der andere hat es nicht mal gesehen, weil der irgendwie gerade zu sehr mit dem Feeder beschäftigt ist. Auch sehr schön. So, die haben noch nichts bemerkt. Ist natürlich sehr, sehr nice. Der ist auch down. Haben immer noch nichts bemerkt. Der auch. Haben immer noch nichts bemerkt. Der ist auch down. Und er hat eigentlich mal was bemerkt. Aber jetzt ist es auch schon zu spät, mein lieber Freund. Ha. Ach, da ist noch einer. Der ist dann wohl auch down. Und jetzt, Wingsuit! Wingsuit! Ui, ui, ui. Aha! Yeah! Na du? Alles klar bei dir? Freut mich. So, da ist eine Schatzkiste. Plündern wir mal eben hier. Warum denn nicht? Wunderschön. So, und befreien jetzt mal die alte Ratte hier. Ja. Hey Ted, Bro! Bist du fertig mit denen? Okay, dann komm rüber, ich hab ne Idee. Willst du die ganzen Tiere retten? Nein, nur einen Elefanten. Symbolisch. Nach Gewicht. Rette ich einen, ist das, als hätte ich einen ganzen Stall Kleintiere gerettet, oder? Ein Elefant, das ist die 50er Waffen. Nun tief dein Waffendingster ab und ich befreie ihn. Wir kommen von Norden. Oh, Verstärkung. Okay, Moment. Dann würde ich mal sagen, dass ich hier ein paar Minen platziere, wenn ich überhaupt noch ein paar habe. Ja, ich habe ein paar noch. Ich habe noch ein paar übrig. Dann mache ich mal da eine hin. Dann mache ich mal da eine hin. So. Dann noch eine hier hin. Warum denn nicht? Und ich habe keine mehr. Ja, dann. C4. Da guckst du blöd, war mein lieber Freund? Und alter Ratte, du ebenfalls. Jawohl. Oh, da hat sie Bumm gemacht. Wir reiten auf Jumbo 2 hier raus und ballern wie wild. Die Spitze muss unbedingt was loswerden. Jumbo 2. Wir reden nicht über Jumbo 1. Nein, niemals. Er ist jetzt in der besseren Zirkus. Was? Scheiß drauf, komm schon. Ich fahre, du schießt die Ted Bros. Yeah, jetzt wird's ernst. Yeah. Dann mal los. Ich freue mich schon. Bist du ein Gentleman und hilfst mir hoch? Na klar. Na komm,
Ja, komm. Auch mit dir, du geile Sau, du. Weißt du was? Das reicht jetzt. Okay, schon okay. Ja, pass mit deinem Bart auf meinem Rücken auf. Ach, was soll's, Mann? Der Elefant hat 2 Arschlöcher, 2 Dämme und 4 Eier auf dem Rücken und du beschwerst dich über einen Penis. Ich rede nicht von deinem Penis. Es ist dein Bart, der kratzt. Nimm ihn mir aus dem Nacken. Oh, sorry, Mann. Kein Problem. Dann ist das mit dem Penis okay? Der auch. Nimm ihn weg. So bescheuert, Alter. Ah, voilà. Ich dachte, du lenkst. Planänderung, Alter. Du fährst und schießt. Und ich, weißt du, feuer dich voll dabei an. Mach mir gar nichts. Okay, dann feuer mich mal an. Feuer mich an! Das kam irgendwie falsch rüber. Ich weiß nicht. Yeah, Rambo! Ja, voller! Partygeschenke, Mann! Munition! Ja, gib mir Tommy! Bitch! Nix da! Jawoll! In die Fresse! So läuft das und nicht anders. Und Bitches! Kirk, wo reiten wir hin? In die richtige Richtung, glaube ich. Glaubst du? Eine begründete Vermutung, Mann. Ich hatte einen Hauslehrer. Okay. Ja, böse Wichte, Kumpel! Wir haben ja gar keine Chance, ey. Ich bin viel zu OP hier gerade. Was? Achso, wir sollen da... Hä? Wir sollen da nach unten, okay. Steht da denn gleich am Missionsgebiet, wird verlassen, bla, ich roll gleich rum oder was? Oh, der hat einen Abgang gemacht, yay! Yeah. Sehr nice. Das bockt doch. Juhu, holy moly. Und nochmal, jawoll, du alte Sau. Hier, Munition, ich bin wie eine Mutti für dich. Oh, danke, Mama. Okay, dann... Alte Sauna, warte! Doch du willst! Und wie du willst! Du kriegst was mit meinen Rüssel. Das klingt irgendwie falsch. Wahnsinn! Oh yeah! Haha! Da gehen sie alle down! Wir haben ja gar keine Chance! Die schießt mit diesen Feindlingern! Mörser, Herc! Die heißen Mörser! Oh, scheiße! Mörser ist aber nicht schön! Ist aber nicht die feine englische Art, mein lieber Freund, ha? Hier, setz die Munition sinnvoll ein. Das habt ihr da hier von, Das ist aber noch einer. Wo ist er denn? Ach, guck mal her hier. Mann, oh Mann, oh Mann. Oh, was war anderes gerade für ein Sound? Duff, duff. Ey. Den Hügel hoch. Die Affenstatue ist da in einer Höhle. Er ist down. Kein Ding. Ah, das ist ein schwerer Rüssi, Heini. Ja. Mein Elefant übernimmt schon, würde ich sagen. Jawolla! Du auch noch? Kein Ding. Geh halt down. Hast du eh keine Chance. So. Wunderschön. Aus dem Weg. Yeah. Go, go, go. Schneller, schneller, schneller. Oh, wir haben Verstärkung. Sehr schön. Eine sehr starke Verstärkung. Möchte ich anmerken. Geronimo! Oh! 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 Ich bin auf meinem Kreuz gelandet! Oh. Du überlebst! Woher weißt du das? Bist du ein Doktor? Bist du qualifiziert, einem Mann zu sagen, dass er überlebt, wenn er von einem Elefanten springt und auf dem Kreuzbein landet? Du weißt es nicht! Oh! Ich lass einfach raus! Oh! Tut das weh! Tut das weh! Oh! Oh, jetzt wird's besser! Du hattest recht. Vielleicht überlebe ich's. Es geht mir gut. Hab wohl überreagiert. Nicht für ungut. Oh mein Gott, ey. Ich liebe den Typen. Ich liebe den Typen einfach. Oh Mann. Ich lauf zur Statue, Alter. Und für dich kommt da gerade ein Shitstorm in deine Richtung. Okay. Wen sollen wir jetzt hier... beschützen, oder was? Auf jeden Fall alle Gegner hier töten. Und so viel ist schon mal sicher. Na, kein Problem, der mal los. Yeah! Wir haben ja gar keine Chance, ey. Da wird mir rot markiert. Greift ihr mich an? Willst du kämpfen? Mal gucken, wer stärker ist. Du kleine Muschi, du. Ja, scheiß drauf. Der hilft mir, ja, von daher.
ist ja eigentlich recht in Ordnung. Ja, ja, voilà. Hallo, Muschi. Ist gar keine Munition mehr. Manu. Ah, der ist down. Jawolla! Das war noch nice. Und noch ein Header verteilt. Geh halt down. Yeah! Hey, nicht getroffen. Spielverderber. Sniper-Action. No Scope. Oho. Da kommt noch was. Oh yeah. Hohoho. Da gehen sie down. Hatten ja gar keine Chance. Oh, Ruckler. Hi-ha! Oh yeah. Moment, Hawk, ich komme. Aber erstmal noch hier die ganzen Munitionsdinger hier plündern. Jawohl. Munition für mein geiles Sturmgewehr. Danke, du geiler Elefant. Hast echt gute Arbeit geleistet. Sehr, sehr nice. Aber wir könnten ja eigentlich mal das schöne Vieh auch noch häuten. Warum denn nicht? So, deine Haut gehört jetzt mir. Danke dafür. Na, kannst verschwinden, Kollege. Hast deinen Sold erfüllt? Hast du alle Bravo gemacht? Du was Großes, Geiles mit Soße, Mann? Weil wir haben gerade ein dickes, fast geile Soße aufgemacht. Bist du denn jetzt schon quitt mit den Affen? Ja, weißt du, mit den Elefanten bin ich einen Schritt voraus. Aber die Affen, die brauchen noch ein bisschen mehr Zuneigung vom großen alten Herky. Affen sind fertig entwickelt, nicht? Ich meine, deshalb machen die keinen Planet der Elefanten oder Jumbo Kong oder Outbreak mit Rüsseln. Es geht immer um Affen, Mann, um Affen. Also ich finde die letzte Statue und wenn es soweit ist, machen wir Tag Bros 2, die Rache des Herk mit denen. Okay? Ja. Ich weiß, du warst bei mir. Genau hier, Mann. Du und ich. Ein Herz und eine Seele. Ruf der Wildnis. Oh yeah. Tag Bros 2 hört sich verdammt cool an, Digga. Naja, auf jeden Fall, haben Fähigkeiten. Wir haben einen Fähigkeitspunkt dazu bekommen. So, ich würde jetzt gerne diesen Pagan-Zorn-Konvoi mal machen. Das würde ich gern mal machen. Das ist irgendwie so ein Totenkopf. Pagan-Zorn-Konvoi. Filter. Haben wir das eigentlich? Pagan-Zorn. Aber es ist kein Konvoi. Das ist einfach nur Pagan-Zorn. Ah, da guck mal, da ist die Arena. Die müssen wir auch noch irgendwie machen. Wie machen wir das jetzt am besten? Ich such's einfach mal. Ich habe jetzt keine Lust, irgendwie das alles auszublenden. Das ist mir irgendwie... Das dauert mir zu lange. Aber es dauert auch sicher sehr, sehr lange, diesen scheiß Pagan-Zorn-Dingens zu finden. Wenn wir das überhaupt haben. Ich glaube, in irgendeinem Part habe ich schon mal danach gesucht und es nicht gefunden. Ja, von daher hole ich doch mal alles hier raus. Oh, schade, dass es nicht irgendwie... Dass man nicht irgendwie eine Taste drücken kann, irgendwie das... Denn alles gleich sofort instant irgendwie ausgeblendet wird. Das wäre geil. Aber man muss das ja alles hier schön manuell machen, ey. Boah. Naja. So ein paar ganz Zorn darf drin bleiben und Schnellreise auch. So. Wo haben wir es jetzt? Ein paar ganz Zorn. Wenn wir es überhaupt haben. Was ich scheinbar. Was wir scheinbar nicht haben. Leider. Was bräuchten wir eigentlich mal hier? So eine Pagan-Zorn-Konvoi-Mission, ey, das wäre schon sehr geil. Aber bestimmt wird die erst hier wahrscheinlich freigeschaltet, im nächsten Gebiet da irgendwie. Leider. Finde ich ehrlich gesagt ein bisschen blöd. Wir können Spritzentaschen hier herstellen. Cool. Machen wir. Aber trotzdem würde ich gerne hier Pagan-Zorn-Konvoi noch hier machen in dem Part. Propagandazentrum. Der Royal Army. Ja. Nachschub für den goldenen Pfarrer und Liefer bei den goldenen Pfarrer duels XP und Rupien. Ja. Ja, ist ja wunderbar.
Targanzorn-Konvoi. Tja. Geht leider nicht. Haben wir eigentlich Arena schon irgendwie? Hier eine Arena irgendwie? Kann man das vielleicht wenigstens machen? Oder liegt es vielleicht daran, dass ich ein bisschen noch näher reinzoomen muss in die Karte? Vielleicht so jetzt gerade hier? Wurde es denn erst angezeigt? Nee, ne? Naja. Arena haben wir hier nicht. Und Targanzorn-Konvoi auch nicht. Es könnte natürlich auch sein, dass man diese Mission erst bekommt, wenn man hier eine Festung irgendwie macht. Das könnte natürlich auch sein, ich weiß es nicht. Naja. Ich würde sagen, dass ich einfach mal vielleicht mal danach googeln werde, wo man denn so eine Nebenmission herbekommt. Ja, dann würde ich sagen, dass ich jetzt einfach mal zur nächsten Mission hinlatsche. Und dann werde ich den Part, den ab da, wie immer beenden. Hörk haben wir jetzt nicht mehr, ne? Jedenfalls wird mir nichts angezeigt auf der Minikarte da unten links. Da ist jetzt noch so ein schönes Y am Start. Na denn. Machen wir... Steht da irgendwie eigentlich was an der Festung? Die Spieler im Korb und für seine Schwäche die Festung in den Kampagnenmission beendet. Du erhältst große Menge Epics. Ja, toll. Und erhält XP. Ja, scheiß drauf. Dann bewege ich mal meinen Arsch dahin jetzt. Und zwar mache ich denn da eine Schnellreise. Obwohl, nee, mache ich da lieber eine Schnellreise hin. Das ist, glaube ich, ein bisschen effektiver. Du hast mich gerettet. Ich dachte, das wäre ein Trick. Ja, ja. Aber es war keiner. Ja. Finde ich auch. Genau deiner Meinung. So, Moment. Munition auffüllen. Jawohl. Wunderbar. Und ich möchte raus. Dankeschön. So, jetzt brauche ich noch eine Karre. Da ist schon eine bereit für mich. Und dann markieren wir schon mal den gleich Yogi und Reggie. Oder Reggie. Alter, die fahren einfach mal durch meine Festung. Was geht denn mit denen ab? Alter, das ist so ein dicker, fetter Rüstungshain hier auch noch. Und die... Wie ist der Sender von Skyrat? Habt ihr schon von den Höhlen gehört, in denen nur ihre kleinen Zusammenkünfte abhängen? Und ich benutze das Wort Zusammenkunft hier etwas frei. Soweit ich weiß, wird dort kein Zeit. Das ist echt starker Tobak, was da abgeht. Ich meine, ich bin ein aufgeschlossener Kerl. Immerhin moderiere ich hier eine Gratis-Sendung. Ein Gratis-Radioprogramm für euch. Oder etwa nicht? Bin ich spießig, weil ich die Leute nie verstanden habe, die auf abgedrehtes Zeug stehen? Ich meine, Sex macht Spaß. Und dafür bin ich dankbar. Ich tue es, sag danke und bleibe in Bewegung. Aber wenn man seine Festplatte in das Floppy-Laufwerk von einem Mädel stecken will und dazu noch die Nippelklammern und Peitschen soll, dann hört es für mich auf. Okay, ich krieg für sowas eh zu lang. What the fuck, was der Radiosprecher immer erzählt? Ey, leck mich am Arsch, der ist so geil. Könnte ich mir echt die ganzen Sachen hier reinziehen. Könnte ich irgendwie hammerfett. Auf jeden Fall ein ganz schön weiter Weg dahin.